Servus, du bayerische Extra-Runde da draußen vom PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 64 von Pokémon Schwarze Edition 2. Schön, dass du auch wieder hier dabei sein möchtest. Habt ihr gedacht, nach 5 Folgen mache ich jetzt Schluss? Wo wir so nah dran sind, Team Plasma rauszuschmeißen. Wir haben viel erlebt. In dieser Aufnahmesession haben wir nach Team Plasma gejagt. Wir haben herausgefunden, dass sie ein mächtiges Pokémon in ihrem Schiffsbauch lagern. Das mächtige Eisdrachen-Pokémon Kyurem. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Auf Top 1, fast schon. Ja, und dieses Pokémon wird missbraucht, die Einalregion zu vereisen. Und wir wollen sie aufhalten. Wir haben dadurch auch viel leveln können. Wir sind jetzt schon fast bei 50, das ist gut. Und Rose hat sich weiterentwickelt und sich echt gut gemacht jetzt, so allmählich. Und hat sich auch weiterentwickelt. Somit haben wir jetzt halt ein vollwertiges Team. Ein Teammitglied ist noch und es muss sich aber noch entwickeln, aber sonst ist es dann fertig. Jetzt halt möchte ich noch meinen Schatz etwas trainieren und Knalli und Mr. Leto auch nochmal, dass der Standard Level 50 gehalten wird. Ampharos wird nicht mehr weiter trainiert. Auch wenn ich es gerne täte. Wir wollen hier auf dem Schiff noch etwas erledigen. Zumindest für diese Folge hier. Hier ist das gleiche Spiel wieder. Hoppala! So sieht man sich wieder. Ich bin's, das Ex-Mitglied von Team Plasma. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe Rubius kontaktiert, aber niemand wird kommen, um mir zu helfen. Alle hier reden schlecht über N. Das ist schwer zu ertragen. N hat seine Fehler eingesehen und seinen eigenen Weg gewählt. Dafür nennen sie ihn jetzt ein Verräter. Die sind alle echt schrecklich. Erst haben sie einfach so extrem hohe Erwartungen an ihn und dann regen sie sich einfach so darüber auf, dass er sie verraten hätte. Ist oft so im Leben. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Dieses Stockwerk ist ein Labyrinth aus Rohren. Indem du auf die Schalter trittst, kannst du die Rohre verbinden oder trennen. Du kannst übrigens auf den Rohren laufen. Hier ist das Spiel wieder. Hier wird gepritzelt. Ich komme nicht rein. Achtung, die Barriere steht unter Strom. Jetzt schauen wir uns das mal Ganze noch an. Was willst du, Eindringling? Falls du gegen mich gewinnst, gebe ich dir einen Hinweis zum Passwort. Es gibt hier noch ein Passwort, um hier weiterzukommen. Schauen wir mal, wie sich das hier alles verhält. Auch von den Pokémon her. Level 45 momentan, Level Cap immer noch. Also wir werden jetzt halt ein bisschen über 50 kommen. Wir machen den Eisstrahl, ist neu dazugekommen. Und mein Schatzel macht das auf jeden Fall noch viel stärker. Können wir auch gut gebrauchen gegen sämtliche Eis-Pokémon dieser Welt. Sie kann sich jetzt auch gegen Eis-Pokémon-Typen gut wählen. In dieser Edition gibt es ja noch keine Fee-Pokémon. Da wäre jetzt halt auch ein Kampf-Pokémon sehr hilfreich. Also hätte ich auch gegen so eine Art Pokémon einen hohen Vorteil. Jetzt hat Inori hat jetzt Level 48. Sie trägt momentan die Sanftglocke, um sie ein bisschen zutraulicher machen, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, in den letzten Folgen war sie irgendwie schwächer oder. Ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich gebe ihr das jetzt einmal, damit sie halt auch das ein bisschen pusht. Knalli gebe ich vielleicht mal das Glücksei, damit er vielleicht ein bisschen mitlevelt. Das weiß ich noch nicht. Also, wenn man es mal trainieren sollte. Ja, nach diesem ganzen Desaster hier mit Team Plasma werden wir den Weg einschlagen zur Pokémon-Liga. Hier kommt der Hinweis zum Passwort. Es ist ein Ziffernfolge. Haha, aber das bringt dich nicht weiter, was? Ich gebe dir noch einen Hinweis. Die zweite Ziffer ist die 9. Ich schreibe mir das mal auf. Einfach so. Das ist alles Energie hier, was da sprudelt. Wir können hier auf den Rohren laufen und dann können wir das hier umschalten. Zink gefunden. Schauen wir mal. Also es ist ein Labyrinth und das macht's so, dass ich hier runter kann. Auf dem Schiff ist mir total langweilig. Ich spiele ein bisschen mit dir. Einfach so angreifen hier.
keine Herausforderung von Team Plasma Rübe. Ich möchte auch ein bisschen vorankommen. In den letzten Folgen, glaube ich, habe ich öfters überzogen, muss ich sagen. Aber so langsam möchte ich auch doch ein bisschen vorankommen. Und ich mache jetzt halt richtig, jetzt kämpfe ich richtig, jetzt möchte ich hier zu Ende bringen. Auch dieses, der Turmkick, der ist so effektiv hier. Also er ist nicht effektiv, aber ich habe schon wieder die Hälfte meiner KP eigentlich verloren. Das verstehe ich alles gar nicht. Und derweil ist das Level, ist auch nicht so unbedingt, also ist ja gleiches Level gewesen. 3 der 4 Ziffern sind gleich. Aha. Diese Information behalte ich mal erstmal. Hier komme ich nicht durch. Hier komme ich auch nicht durch. Nein. Ich habe das, was du willst. Aber wenn du es willst, du weißt, was jetzt kommt, oder? Ein Kampf. Mal sehen, was man da machen kann. Ich kann mich an das L jetzt etwas erinnern. Looter Two Dogs. Die Pokémon sind auch unheimlich nervig. Und ich stinke. Ich lag in der Sonne. Und ich stinke. Kalklinge. Jojo, Jojo, Inno. Ja. Mein Schatz Inno. Boah, das tut nicht so wohl. Ja, dann bin ich auch nochmal vergiftet deswegen. Rubius und Team Plasma, das alte Team, ist ein sehr gutes Team. Also, die bereuen das tatsächlich sehr, was sie gemacht haben damals. Ja, die Erfahrungspunkte haben wir noch gekriegt, ne? Aber leider wurde das Gift zu stark. Ja, es wirkte zu unserem Ende. Leider. Aber gut, das passiert. Normal gegen normal. Ach nein, ein Schwertanz. Das ist natürlich nicht das, was ich gerne hätte. Obwohl, das wäre eher wurscht gewesen, also. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich one-hitted. Nein, nicht mal. Der Boilhelm hat auch noch effektiv genützt. Scanner. Na. Das will keiner haben. Und nochmal. Das wirkt nicht. Wir haben aber Glück, aber so Knalli ist schon stärker geworden. Also ich glaube schon, dass Knalli viel mehr jetzt hat er rausgeholt hat. Wie ist das nur möglich? Puh, du bist echt gut. Hier, das hast du dir verdient. Aha. Lune hält eine Plasmakarte. Lune verstaut das Item Plasmakarte in der Basis und der Tasche. Mit der Plasmakarte kannst du die Passwörter eingeben. Ab hier musst du allein klarkommen. Warum gibst du mir das eigentlich? Ihr habt euer Untergang jetzt eben besiegelt. Hurra. Ja, Beleber. Ja, ich habe natürlich einen Top-Beleber, den brauche ich jetzt nicht. Den will ich gar nicht einsetzen. Ne? Und dann gibt es wieder hier die Milch. Davon habe ich ja ein bisschen was. So, Schatzler. Und noch ein Knalli auch nochmal. Du hast gut gekämpft. Also diesmal bist du noch nicht draufgegangen. Auch du hast deine Sache gut gemacht. Ja, wir kommen hier jetzt nicht direkt vorbei. Wir müssen jetzt immer mal schauen, wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus. Indem ich hier weitergehe. Ah ja. Ach, das ist ein Arzt hier. Ein Eindringling, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du Sterne sehen. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal, also normalerweise machen nur 5 Folgen, jetzt machen wir kurz die 6. Aber die halt dann normal, also die will ich nicht überziehen. Ich wollte noch ein bisschen von dem Schiff noch ein bisschen was vormachen. Dann kann ich das nächstes Mal machen in der Aufnahmesession und dann will ich zur Siegestraße weitergehen. Das wäre mir jetzt schon ganz recht, wenn das einfach mal dann in der nächsten Aufnahmesession ist, weil es sind ja dann nur noch 2 Aufnahmesessions, nehme ich mal an. Das heißt, die nächste halt eine normale bis zur Pokémon-Liga, dann etwas Training und danach würde ich meinen, auch das Finale machen zu können. Weil, wie schon gesagt, ich
fahre dann immer noch nach Hause, um aufzunehmen, weil ich jetzt dann, wenn ich da, wo ich jetzt wohne, mit meinen Schatzen zusammen, kein Emulator mehr haben will. Jetzt fahre ich immer noch hin und her dazu. Und das kostet ja auch sehr viel an Zeit, weil so kann man halt einfach mal sagen, jetzt nehme ich mal einfach auf, jetzt mache ich das. Dann könnte ich auch trainieren oder aufnehmen und so. Und ich weiß nicht, wie viel ich noch schaffe, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen trainieren. Top Elixier kriegt man echt gute Sachen, ne? Man kann auch hier rüber, das will ich ja noch nicht. Wenn man nennt mich die Königin von Team Blasma, wie bitte, du denkst, du könntest gegen mich gewinnen? Ich es liebe mich. Wenn ich seine Frau werde, bin ich die Königin. Die Texte sind immer recht witzig und dann kommen sie mit einem Radikal daher. Weißt du, sie ist die Königin. Hm? Mach die Königin weg. Königin. Gut, Eisstrahl ist speziell. Ich glaube, Nori ist jetzt nicht so speziell in diesem Fall. Wird die Attacke nicht so stark sein, aber reinhauen wird sie trotzdem. Also ich habe meinen Wasser-Pokémon und wie Turtok zum Beispiel auch beigebracht. Und seht ihr, wir machen jetzt seit fast Level 50 schon ganz gut durch. Damit die einfach jetzt halt einfach Level 50 langsam werden alle. Nächstes Mal nehme ich jetzt Mr. Leto und dann wird er auch mit trainiert und dann sind wir eigentlich schon dann langsam so weit. Man kann sich auch vorstellen, was so kommen wird. Ja, so ein bisschen. Ah, also Inori hat jetzt auch die Level 50 Marke erreicht, die Heimzahlung. Ja, eigentlich nicht. Ich lese mir das nochmal durch. Ja. Anwende den Drache für einen besiegten Mitstreiter. Wurde er in der vorigen Runde ein Mitstreiter besiegt, steigt die Kraft im Warm. Ja, Nassschweif, wie viel zieht die ab? Die zieht auch viel ab, ne? Die Kaltlinge ist jetzt das einzige. Ja, doch, zieht auch ganz schön viel ab, ne? Darum sage ich, auch wenn die Attacke jetzt hat völlig Sinn macht, jetzt habe ich das aus Versehen. Ich bin bejaht, das will ich ja nicht. Also nicht erlernen, will ich jetzt einfach nicht erlernen. Aber das ist, glaube ich, die letzte Attacke, die sie wahrscheinlich so groß erlernen könnte. So, Pokémon wechseln. Dann will ich Mr. Leto rein. Und knalli halt dann vorne auch. Ja, jetzt haben wir es ja soweit. Wenn Team Blasma die Welt reagiert, wird es bestimmt weniger verletzte Pokémon geben. Was sagst du? Witz. Viel werden wir nicht schaffen. Wir werden nicht so das Labyrinth so komplettieren, aber wir brauchen halt einfach nur das Passwort hier. Und dann geht's eben eh nochmal sehr weiter. Auch das ist Matrifon, oh. Von Arti. Inspiriert. Werden wir wahrscheinlich klein schreiben. Sehr gut. Wir werden hier jetzt halt doch langsam gute Level kriegen hier. Ach. Na ja, gut, wir kriegen hier auf jeden Fall mal nochmal die extra Heilung. Das Finsterio wird auch hier wahrscheinlich noch sein. Und danach ist ja Team Blasma ja besiegt. Also Team Blasma ist jetzt danach erledigt. So, es geht ja hier nicht weiter. Aber selbst wenn du einen Kampf gewinnst, heißt das nicht, dass du auf jeden Fall einen Hinweis bekommst. Es kann aber auch gut sein, dass du etwas anderes bekommst. Wahrscheinlich müssen wir eh diesen Schalter mal betätigen. Schauen wir mal, dass wir hier wegkommen. Und jetzt eben können wir hier auch mal ran. Dann hier ist noch ein Machtband gefunden. Ich weiß nicht, also drei dieser Zahlen ist gleich. Also wenn ich jetzt die 9 habe, kann es sein, dass ich dreimal die 9 habe. Wir von Team Blasma werden eine Region erobern. Ich schaue mal, ob ich jetzt halt vielleicht einigermaßen die alle hier besiegen kann. Aber ich glaube, es ist noch sehr weitläufig, das Ganze. Aber auf jeden Fall ist es ein bisschen nervig. Also wenn jemand das öfters gespielt hat, ist das jetzt halt, dann kennt ihr eigentlich das Passwort. Aber ich glaube, man muss trotzdem alle besiegen. Glaube ich. Das kann aber gut sein, dass es nicht so ist. Es gibt ja auch manchmal Spiele,
wo du dann durchgespielt hast und du weißt ja das Passwort dann, dass du es dann einfach eingeben kannst und dann musst du das vorige einfach nicht machen. Das ist auch witzig. Wenn du zum Beispiel in einem Dungeon drin bist, um die Ebene zu beenden, musst du Passwort eingeben und so, und weißt es schon, es gibt ja die Ebene vielleicht dann einfach. Also sie bauen es halt so, dass, ne, dass du das erfahren musst, so als Spieler. Ich erkenne meine Niederlage an und gebe dir jetzt unverzüglich den Hinweis. Die erste Ziffer ist die 9, also wir haben nochmal eine 9. Also die erste ist eine 9, die zweite ist eine 9 und drei Zahlen sind gleich. Also es kann sein, dass nochmal eine 9 kommt. Witzigerweise. So, hier komme ich ja nicht durch. Schauen wir mal hier. Oh, du siehst stark aus. Lass uns kämpfen. Los. Also die ersten Hinweise bekomme ich jetzt gerade. Beziehungsweise, wenn man das jetzt irgendwo als Let's Play geguckt hat, könnte man das vielleicht wissen auch. Schauen wir mal, ob wir den so wegkriegen. Wir haben jetzt so großes Level. So langsam haben wir echt aufgeholt in diesen Runden. Ach, das hat keine Wirkung. Okay. Dann ist das ein sehr gefährliches Pokémon, muss ich sagen. Ein sehr gefährliches. Dann hole ich mal Kroni raus. Mache ich den Erdbebenattacke. Kroni, Herzchen. Wurde schon lange nicht mehr entsendet. Er macht Launenwetzer, sein Angriff steigt weiter. Das heißt, er könnte ganz schön reinhauen. Aber ich glaube, dass ich mit Erdbeben ihn gleich wegmache. Das glaube ich, ist auch effektiv. Das hat ihn jetzt also nichts gebracht. Wenn er die Verteidigung gepusht hätte, hätte er vielleicht es überleben können. Aber hat er nicht. Oder hat er nicht. Du bist stark, deswegen gebe ich dir jetzt einen Hinweis zum Passwort. Es besteht aus 4 Ziffern. Die letzte Ziffer ist eine 9. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4 und die letzte ist eine 9. Okay, wir haben 3 Neuner und die letzte Zahl wissen wir jetzt nicht. Also wir haben das Passwort fast schon vollständig gehört. Was ist denn hier los? Hier ist nichts. Schau nochmal hier. Hier kann ich, glaube ich, nichts machen direkt. Ich kann höchstens hier nochmal hier was machen. Und dann hier. Okay, das war doof, oder? Jetzt bin ich eigentlich hier wieder zurück. Ah, dann muss man halt dann nochmal machen, oder? Obwohl, man, jetzt könnte man ja das Passwort ausprobieren, ne, oder? Glaube ich. Aber ich glaube, du musst es erfahren. Kann man hier... Oh, da ist ja noch einer. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe 2 Jahre lang pausenlos trainiert, damit Team Plasma endlich gerecht wird. Und ich bin jetzt unbesiegbar. Also wir haben, glaube ich, jetzt erstmal alle besiegt, um weiter fortzufahren. Ravigator. Das ist jetzt doof. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem. Auch wenn er jetzt, weil da ist ja irgendwo der Arzt. Er ist ja auch noch Bodentyp. Oh, er ist zurückgeschreckt. Ja, ich mag den Luftschnitt sehr gerne. Sehr angenehm. Ha. Das muss einfach nur Lucky Day sein, ja? Ja, ja. Ravigator ist besiegt. Ja. Ja, weil wir Psycho waren und er ja Unlicht ist. Darum kann ich jetzt auch keine Psychokinese einsetzen. So, ah ja. Was will ich denn eigentlich dann erreichen? Ein Passwort erfahren. Aber ich glaube doch, ich habe doch schon alle besiegt. Außer die Dame da unten. Ich glaube, die habe ich noch nicht besiegt.
Wenn du dem Team Plasma in den Weg stellst, mache ich dich fertig. Ich glaube, sie fehlt noch zu meinem Glück des Passports. Ich werde die auf jeden Fall besiegen, ich werde vielleicht die Barriere noch freimachen und dann hau ich aber, also mache ich wirklich tatsächlich nicht mehr weiter. Auch wenn es jetzt ganz interessant macht, aber das nehme ich dann in die nächste Aufnahmesession mit. Und dann geht's Richtung Pokémon-Liga und dann schauen wir mal, auch letztes Teammitglied und alles, was dazu gehört. Level 50 auch für Mr. Leto. Das ist eine tolle Aufnahmesession jetzt gewesen, finde ich. Das Passwort gib doch ein, was du willst. Mein Lieblingszahl ist übrigens die 0. Okay. Ich probiere es jetzt mal mit der 0. Das hast du nun verraten. Das ist ihre Lieblingszahl. Schauen wir mal, ob ich hier auch wieder rauskomme. Ja. Also, dann kann ich das mal schnell eingeben. Nehme ich mal an. Ist dieses Gerät? In dieses Gerät kann man anscheinend ein Passwort eingeben. Möchtest du ein Passwort eingeben? Ja. So, tatsächlich müssen wir das machen. Nehme ich 9. 9. 0. Und die 9. Das Passwort wurde erfolgreich eingegeben. Alle Barrieren wurden deaktiviert. Du kannst jetzt weitergehen. So, da wird's interessant, würde ich meinen. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart in den spannenden Aufnahmesessions, 6 Folgen. Wir haben jetzt Team Plasma so weit eingekästelt. In der nächsten Folge schließen wir das ab. In den nächsten 2 Folgen vielleicht. Und dann geht's zur Pokémon-Liga und dann haben wir das auch. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Chronicles Offline.